Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Und zwar zeige ich euch heute nichts im Game von Spiel Minecraft, sondern heute zeige ich euch was bei Minecraft.net. Das werde ich euch jetzt noch erklären. Also, heute zeige ich euch, wie ihr Minecraft spielen könnt, ohne es euch zu kaufen. Also, wie ihr Minecraft im Singleplayer kaufen könnt. Im Singleplayer spielen könnt, ohne es zu kaufen. Und zwar braucht ihr erstmal einen Minecraft-Account. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie es geht. Ihr müsst ja auf Login oder auf Register gehen. Dann hier alles eingeben und so weiter und eure E-Mail-Adresse und alles bestätigen. Weil das habe ich hier schon gemacht. Und jetzt habe ich hier Benutzername. Und das habe ich jetzt mit einem zweiten Account, wo ich noch keinen Minecraft gekauft habe. Und dann gebe ich hier ein Passwort ein. Logge mich ein. Jetzt bin ich drin. So. Dann, also ihr habt ja Minecraft noch nicht gespielt, noch nie gekauft. Und ihr seht auch, die sich mit Minecraft auskennen, hier in dem Booming-Ordner ist noch kein Punkt Minecraft. Das habe ich noch nicht erstellt, habe ich wieder gelöscht. Dann geht ihr hier auf Play the Demo und dann von Java ist von mir so diesmal ausführen, das Plugin. Und ja, ich akzeptiere das Risiko. Möchte diese Anwendung ausführen, geht auf Ausführen. Jetzt muss der erstmal downloaden. Jetzt downloadet er euch Minecraft mal schnell. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange, aber naja. Ich hoffe, der kriegt gleich wieder. Ja, jetzt geht schon wieder schneller. Okay, das ist doch ganz gut. Gleich ist er wieder fertig und ja. Jetzt habt ihr Minecraft hier drin. Jetzt könnt ihr hier Play the Demo hören. Jetzt habt ihr 1.4.7. Deutsch. Demo-Welt spielen. Und jetzt könnt ihr dann immer nur 30 Tage oder wie viel könnt ihr da spielen? Ja genau, 40 Minuten Echtzeit. Jetzt weiterspielen. Habt ihr hier eine neue Welt? Aber das brauchen wir jetzt nicht. Das sieht ein bisschen kacke aus hier drin. Deswegen machen wir jetzt einfach Escape. Reichen uns zurück zum Hauptmenü und schließen das. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir den Magic Launcher oder irgendeinen anderen Launcher von Minecraft. Ich nehme aber den Magic Launcher, den finde ich am besten, aber ihr könnt ja nehmen, was ihr wollt. Und ihr braucht jetzt noch, und zwar herunterladen. Jetzt braucht ihr diesen Minecraft for Windows, wenn ihr Windows habt. Wenn ihr Mac habt, wahrscheinlich was anderes, aber naja. So, das download ich mir mal auf dem Desktop. Wo ist mein Desktop? Hier. Ich mir Minecraft 1.exe. So, ausführen. Dann führt ihr das aus. Jetzt kommt er hier hin. Das ist jetzt der Launcher. Den kennt ihr ja hoffentlich schon. Und jetzt könnt ihr hier auf Options, braucht ihr alles nicht. Force Update, aber das geht ja nicht. Und jetzt müsst ihr hier einfach irgendwas eingehen. Ich gebe einfach mal Bobbycraft ein. Und irgendein Passwort, ist egal was ihr eingeht. Das geht so oder so nicht. Dann geht ihr auf Login. Dann Login failed. Jetzt müsst ihr auf Play Offline gehen. Weil wenn ihr Minecraft erst nicht gedownloadet habt, dann könnt ihr nicht auf Play Offline klicken. Jetzt auf Try Again geht's ja auch nicht. Deswegen klickt ihr auf Play Offline. Und jetzt habt ihr, ohne Minecraft gekauft zu haben, das Spiel. Jetzt haben wir hier unsere Demo-World, die wir da angefangen haben. Und jetzt könnt ihr auch weiterspielen. Ja genau. Jetzt können wir ganz lange Minecraft spielen und wir haben nicht nur 30 Tage Zeit oder 30 Tage, 40 Minuten. Und ich glaube, wir können jetzt auch Game Mode 1. Ne, geht nicht, aber ich kann dann eben die Welt löschen und mich neue Welten erstellen, zum Beispiel die Hallo-Welt, Kreativmodus. Ach ja, was mache ich denn zum Beispiel hier? Hallo, Kreativ. Oh, ich krieg's hier nicht hin. Ich bin so doof für Minecraft, aber so, ja, können wir mal anmachen. Könnte ich auch super flach und das machen wir an und ja. Ist ja egal, dann spawnt der. Dann können wir uns auch neue Welten machen, genau. So, jetzt hier die Kiste und irgendwo generiert uns noch Bauwerke. Ich mach's euch mal ein bisschen größer. So, jetzt geht das. Jetzt seht ihr schon ein bisschen mehr und ja. Jetzt könnt ihr Minecraft unendlich lang spielen. Das einzigste Problem ist, ihr könnt jetzt zum Beispiel
Ich kenne da Cricket-Server. Kenne ich. Ich muss mal schnell was kopieren. Das zeige ich euch mal. Also ich habe jetzt hier meine Minecraft-Sicherung. Habe ich mir alle angelegt, damit ich das dann nicht mal neu machen muss. Weil ich habe schon einige Mods installiert und so weiter. Und jetzt seht ihr, jetzt ist auch ein Punkt Minecraft-Ordner erstellt worden. Ach nee, das war falsch. Das tue ich ja einfach. Dieses Server-Stat. Ziehe ich da jetzt rein. So, wenn wir jetzt aktualisieren, ist hier einmal. Das ist ein Cricket Hunger Games Server. Oder hier auch Black Hill Cricket. Und jetzt gehen wir hier drauf. Jetzt steht. Oh. Kommt da sogar drauf? Wie geht das denn? Warum kommen wir da jetzt drauf? Eigentlich geht das nicht, aber. Naja. Ich finde das irgendwie komisch, weil eigentlich kommt man auf dieses Server nicht drauf. Warte, ich probiere das nochmal. Mal den Launcher. Dann machen wir mal einen Copycraft XD oder sowas. Und dann das Passwort. Login, Play Offline. Jetzt gehen wir auf mehr Spieler und hier drauf. Hey, cool. Ihr könnt sogar dann hier. Also ihr könnt sogar Multiplayer spielen, das wusste ich davon noch gar nicht. Könnt ihr hier jetzt einloggen. Login. ASDFGHJKLÖE. Ne, ich muss ja Register. Stimmt, Register. Subregister. Nein. Nein. Probieren wir es nochmal schnell. Slash Register ASDF ASDF. Okay, guckt, jetzt bin ich drin. Könnt ihr sogar Multiplayer spielen. Also ihr habt Minecraft nicht gekauft, ihr wisst ja, ich habe es gar nicht gekauft. Und ja, das habt ihr auch gesehen. Ich habe nichts dabei verändert, ich habe keinen Cat drin, das merkt man ja auch hoffentlich. Ja, jetzt sind wir hier auf diesem Cricket-Server, das ist wirklich ein Cricket-Server. Wenn wir jetzt hier auf, nämlich, wenn wir jetzt hier auf Trouble Minecraft-Server gehen, steht hier User Not Premium. Aber auf den anderen Cricket-Servern könnt ihr spielen. Das ist eigentlich ganz cool und ja. Ich habe Minecraft ja nicht gekauft, das habt ihr gemerkt. Und ja, steht auch hier nochmal im Minecraft.net. Ja, das Spiel. Ich kann es noch kaufen. Ich kann es noch kaufen für 19,95. Aber ja, das war es eigentlich mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Jetzt könnt ihr Minecraft auch Multiplayer spielen und ohne es euch gekauft zu haben. Aber ihr müsst das mit dem Minecraft Launcher öffnen. Wenn ihr das nämlich mit dem Magic Launcher macht, und hier Bobbycraft XD und euer Passwort und dann Login macht, dann Play Offline, dann werdet ihr das sehen, dass man ausspielen kann. Achso, verstehe ich jetzt noch nicht ganz, aber naja, ist ja gut für euch. Dann könnt ihr also Minecraft jetzt auch ohne es euch zu kaufen spielen. Und nur durch diesen Trick mit diesem Play the Demo. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, weil ich habe das irgendwie mal so entdeckt oder ausprobiert und ja, das sind auch Premium und so, weil die gehen auch nicht. Ja, genau. Also wenn ihr wirklich Trouble Minecraft oder sowas spielen wollt, dann empfehle ich euch zu kaufen. Ich habe es mir auch gekauft. Seht ihr ja hier. Ich komme auch drauf. Ja, ich zeig's euch. Ihr wisst ja, ich habe ja schon mal eine Trouble Minecraft. Oder nee, ich hab die schon mal eine Runde Minecraft irgendwas hochgeladen, wo es nur für Premium-Server geht, aber naja. Ich glaube, jetzt macht nicht so viel rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid, auch mal auf meinem Kanal vorbeischaut und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.